Hey, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Edna bricht aus. Ja, im letzten Part haben wir es geschafft, die Abdeckung hier zu lösen. Aber der Ventilator möchte uns nicht vorbeilassen, blöderweise. Und das Rätsel müssen wir jetzt lösen. Den müssen wir ja irgendwie wieder auskriegen können. Und die, ich würde sagen, die des Rätsels Lösung ist, den ausschalten zu lassen wahrscheinlich. Oder da irgendwas reinzustecken, was aber glaube ich auch nicht geht. Ich habe schon so lange nicht mehr gespielt, ich weiß gar nicht, ob ich das noch hinkriege. Ah, okay. Reden wir einfach mal wieder mit dem Kerl. Freiheit! 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 Was willst du? Ich will hier raus! Vergiss es! Wir können natürlich auch einfach mit ihm reden. Ja. Hey! Hallo! Na, Süße, was gibt's diesmal? Nenn mich nicht Süße. Jetzt ist mir doch ein wenig frisch. Kannst du die Klimaanlage bitte wieder ausstellen? Nein. Die frische Luft wird dir gut tun. Und dich mit etwas Glück müde machen. Müde? Eigentlich macht einen ja eher schlechte Luft müde. Ich würde gern noch mehr über Minigolf wissen. Wer will das nicht? Hab ich dir schon erzählt, dass ich in der Profiliga spiele? Yep. Wow. Und den Schläger hat Mami dir gekauft? Ha! Glaubst du etwa, einen Stiesel und Sohn bekommt man einfach so im Laden? Woher hast du ihn dann? Hast du ihn vom Sperrmüll? Da findet man die tollsten Sachen. Ja, ganz sicher. Unverschämtheit! So etwas Edles wie ein Stiesel und Sohn schmeißt auch niemand weg. Okay, wenn du meinst. Ich geb's auf. Woher hast du ihn? Den hat mir mein Vater gemacht. Gotthold Franz von Stiesel Senior. Oh, echt? An seinem Sterbebett übergab er mir aus klapprigen Händen sein Stiesel und Sohn Titanium Siebener Eisen. Yeah. Sein Glücksschläger. Er sagte mir, ich solle damit spielen, wie er mich zu spielen gelehrt hatte. Natürlich. Warum nimmst du nicht Papis Schläger? Und schlägst ihn dir über den Kopf? So etwas Gemeines. Mein armer Vater. Oh. Na warte. Mal gucken, ob du immer noch lachst, wenn ich dir die Klimaanlage wieder ausstelle. Das ist ja genau das, was ich damit bezwecken wollte. Juhu. Haha. Hallo Ventilator. Aus dem Weg, störender Rotationskörper. Okay, das hat nicht viel geholfen. Nehmen kann ich das zwar nicht, aber ich glaube, ich kann ihn mit etwas Krafteinsatz aus der Verankerung drücken. Hilf mal mit, Harvey. Das geht natürlich auch. Und... Hey! Aha. Geh zu Schacht. Oh. Kann ich... Ich will ihn mitnehmen. Ach, schade. Macht sie nicht. Diese Edna ist ein zäher Brocken, Hulgor. Das ist Dr. Marcells Stimme. Sie kommt durch dieses Gitter. Schnell! Vielleicht können wir ihn belauschen. Was meinen Sie damit, Dr. Marcell? Ich bin mit meinem Latein am Ende. 10 Jahre ist es her und sie kann sich immer noch erinnern. Sie befürchten, dass sie herausfindet, was damals wirklich passiert ist? Ha! Niemand wird dir glauben. Wer glaubt schon einer Irren? Der Tochter eines verurteilten Mörders. Warum machen Sie sich dann Sorgen?
Ich mache mir keine Sorgen. Ich hasse nur ihren Widerstand. Ich kann nicht glauben, was ich da höre. Mein Vater ein Mörder? Offensichtlich ist er etwas faul. Ja, dieser Dr. Marcel vertuscht etwas. Sobald wir hier raus sind, müssen wir den Namen meines Vaters reinwaschen. Wow, und das weißt du schon, obwohl du dich nicht erinnern kannst. Hallo? Hallo Edna. Was gibt's? Oh, wie süß. Wer zum Teufel bist du? Ja, ich hab's vergessen. Zwischendrin. Und warum kannst du sprechen? Ich bin dein Kumpel Harvey. Eine Schande, dass du mich nicht wiedererkennst. Ich helfe dir herauszukommen. Und deinem Gedächtnis auf die Sprünge. Okay. Ich schau mich dann mal um. Vielleicht finde ich ja einen Weg hier raus. Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Rede mit dem Gitter. Hallo! Psst! Wie süß. Was tust du? Willst du uns verraten? Wieso? Dr. Marcel und Hulgur sind gegangen. Sie selbst. Oh, cool. Hallo! Ja, fest. Brutaler geht's nicht. Okay. Und wenn ich jetzt mit super epischen Fußnägeln... Dr. Marcel und Hulgur sind gegangen. Na dann, auf ein neues. Langsam werde ich richtig gut darin. Aha, was ist denn hier so? Ich rede jetzt mit dem Kugelschreiber, weil ich es kann. Das klappt so nicht. Wie, das klappt nicht? Wie Natürlich jetzt? Klappt das. Hallo, Stift. Hi. Ja, du hast recht. Und es hat sogar beim ersten Mal funktioniert. Das ist so geil. Das war doch eine Anspielung darauf, dass andere Figuren immer sagen, das klappt so nicht oder das kann ich nicht. Kann ich hier mit noch was reden? Guten Tag, Herr Tisch. Sie sind 3 Minuten zu spät. Was? Ja, da war das Gitter. Und ich konnte meine Nägel nicht schnell genug. Das ist keine Entschuldigung. Okay, dann halt nicht. Ich will mit dem Schrank reden. Hallo? Ist da jemand drin? Nein. Oh Gott. Beruhigend. Als Kind hatte ich immer Angst vor Schränken. Anscheinend hat sie es immer noch. Kann ich den Tisch mitnehmen? Einfach so in die Tasche stecken, geht schon. Ein sehr schöner Tisch. Den nehme ich. Was kostet der? Was? Nein, viel zu teuer. Okay. Dann verhauen wir ihn jetzt. Keine Wirkung. Oh, okay. Fenster. Reden wir mit dem Fenster. Fenster. Ich grüße dich, Fenster. Hallo, Edna. Vor langer Zeit wurde mir vorhergesagt, dass du kommen würdest. Siehe nun deinen zukünftigen Weg in die Freiheit. Boah! Oh, wie episch ist das denn? Ich nehme den Schrank. Genau, ich rufe nur kurz meinen Spediteur an. Okay, dann mach das mal. Hätte ich nur meine Handwerkerausbildung abgeschlossen, dann könnte ich dieses Fenster wirklich mitnehmen. Ja, du könntest es aber auch lassen. Mist. Sicherheitsglas. Nee, nicht ernsthaft, oder? Hallo, Diplom. Du hältst dich wohl für etwas Besonderes, hä? In der Tat. Ich trage die Unterschrift eines der größten Wissenschaftler unserer Zeit. Wow. Da ist eine markante Unterschrift von Dr. Marcel drauf. Ich hätte auch gerne so eine markante Unterschrift. Warte mal. Da war doch was. Was war da? Was? Also, an alles kann ich mich auch nicht erinnern. Oh Mann, Harvey, das war gerade hilfreich. Echt? Nein, da ist kein geheimer Tresor dahinter. Ach, schade, hätte ja klappen können. Darauf hat schon wer unterschrieben. Ja, Spielverderberin. Oh.
Das war gar nicht mein Plan. Naja. Wo ist ihre Stimme hin? Oh, was ist das? Ein Poloschläger. Yay. Ist hier noch irgendwas? Ein Foto. Ein lernender Junge und bin das etwa ich? Komisch, ich bin nur zur Hälfte drauf. Na, so komisch finde ich es nicht. Oh, da ist ja noch was. Ein gerahmter Zeitungsartikel über dem Kamin? Das scheint wichtig zu sein. Was ist denn das? Das ist doch mein Vater auf dem Foto. In diesem Artikel steht, dass mein Vater ein Mörder ist. Das ist eine ungeheuerliche Lüge. In den frühen Morgenstunden stellte sich der 41-jährige Mattis Konrad den Behörden, obwohl er sein Vergehen, den Mord an einem 8-jährigen Kind, dessen Namen zum Schutz der Familie nicht genannt werden soll, bereitwillig gestanden hat, erwartet ihn wahrscheinlich die Höchststrafe, in diesem Fall der Tod. Was? Ein Motiv wollte der Täter nicht angeben. Der alleinerziehende Vater hinterlässt seine Tochter Edna, die der Obhut von Dr. Horatio Marcel, dem Leiter der hiesigen psychiatrischen Heilanstalt, überantwortet wird. Was? Nee, nicht ernsthaft, ne? Todesstrafe? Ja, gut, dass es das ja eigentlich nicht unbedingt hier gibt. Nimm das mit, nimm das mit, nimm das mit. Gehe zu raus. Das ist wunderschönes Deutsch. Obwohl es sogar ein deutsches Spiel ist. Ja, das ist so wunderschönes Deutsch. Habe ich was vergessen? Huch! Oh, was jetzt? Wenn das nicht das Fräulein Edna ist. Oh, hi. Wie bist du aus der Zelle gekommen? Ich musste auf die Toilette und hab mich verlaufen. Ja, genau. Komm rüber und ich zeig dir den Weg. Den Weg zurück in deine Zelle. Ha! Niemals! Willst du nicht wissen, wie ich wirklich entkommen bin? Na, schieß los. Ich habe geheime Psi-Kräfte. Bam und so. Einen Schritt näher und ich verwandle dich in eine Bulldogge. Ach ja? Buga! Buga! Es hat geklappt. Ich wusste ja gar nicht, was in mir steckt. Lass den Unfug und komm endlich her. Ich sperre dich zurück in deine Zelle. Ha! Niemals! Ha! Niemals! Du kannst dich nicht ewig hinter dem Schreibtisch verstecken. Oh, doch. Das kann ich. Ganz bestimmt. Für irgendwas wird der ja gut sein. Wo läufst du hin, Edna? Du bist ganz schön brutal. Moment. Edna erschlagen, großes Tier. Uah. Kann ich ihn nehmen? Ja, ich sollte ihn verschwinden lassen. Oh, Edna. Aber wohin mit ihm? Oh, cool. Ah. Benutzen. Ja, ich sollte ihn verschwinden lassen. Aber wohin mit ihm? Ich weiß, der Schrank. Genau. Hat sie ihn ernsthaft über Kopf da aufgehängt? Nee, nicht wirklich, oder? Oh, Edna. Benutze den Schrank, komm schon. Danke. Ja, das mit ihm hat sich erledigt, würde ich mal sagen. Aber ich glaube, ich sollte doch nochmal zum Schacht zurückgehen, weil wir uns da noch gar nicht alles angeguckt haben. Jung, 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 jung. Geh schon. Ah, geht doch halt noch.
Laub. Ich rede jetzt mit dem Gitter. Hilfe! Ich werde hier festgehalten! Okay, das bringt bestimmt viel. Wo sind all die Helfer und Helfershelfer? Die Ritter mit aufdringlich polierter Rüstung. Wo sind all die lästigen Gutmenschen, wenn man sie braucht? Edna, wer kommt schon, jemanden zu retten, wenn er die Geräusche aus der Irrenanstalt hört? Zu. War ja klar. Ja, eigentlich schon. Die Freiheit von unbarmherzigen Lamellen eines weiteren Gitters zerschnitten. Oh, du Arme. Freiheit. Freiheit! Oder auch nicht. Ich glaube, hier probiere ich jetzt erstmal nichts mehr. Oh, Edna. So, was können wir denn hier mal anstellen? Eine besonders rankige Ranunkel. Ranunkel, natürlich. Hallo, kleine Pflanze. Bekommst du auch genug Licht? Wasser, Wasser. Oh, die Arme. Was hältst du davon, Harvey? Abendbrot. Und ich dachte, du isst nur Süßigkeiten. Ich esse immer das, womit ich den größten Schaden anrichten kann. Ob ich das jetzt gut finde, weiß ich noch nicht. Ups. Hoppla. Absicht. Psst. Oh Mann. Edna, mach doch nicht alles kaputt. Ich kann etwa 40 Liter Himmel sehen. Was? 40 Liter? Macht sie das? Use the Luke Force. Ich glaube, das ging nicht so. Nimm Dachluke? Was willst du mir damit sagen? Du hast einen Dachschaden, Edna? Ja, sowieso. Das ist zu hoch. Es ist gar nicht. Sicher finde ich einen besseren Ausgang. Nimm. Mach schon. Guck mal, Harvey. Die Freiheit. Oh. Wir sind nur Zentimeter davon entfernt. Oh, das ist so... Oh. War ich das etwa? Steh dazu. Du bist so destruktiv wie ein Ego-Shooter. Ja, genau. Natürlich. Oh, die Kammer kommt mir doch irgendwie bekannt vor. Euch auch? Wer mein Harvey Let's Play gesehen hat, dem wird's bekannt vorkommen. Komm schon. Der Gesprächsstoff zwischen mir und den Kartons ist begrenzt. Wir kommen aus unterschiedlichen sozialen Mikrokosmen. Okay, das ist schon ein bisschen nachvollziehbar, ne? Hm, was da wohl drin ist? Oh. Natürlich. Boah, das klingt nach... Ja, fast so als ob... Ja, Edna, mach noch mehr kaputt. Potztausend, das ist Glas. Wirklich? Das hätte ich ja nie gedacht, wo doch dieser Glasstempel da drauf ist. Du bist so klug. Da ist ein auffälliges Symbol drauf. Nimm. Hm, schmeckt nach Ananas. Edna, ich hab nicht gesagt, oh, probieren. Oh, Geist der Flasche, gewähre mir einen Wunsch. Was willst du, Meister? Ich will, dass Dr. Marcel Hämorrhoiden bekommt. Dein Wunsch ist gewährt. Hat er bestimmt schon längst. Hm, schmeckt nach Ananas. Nein, Edna, das schmeckt... Nein, nein, das kannst du doch nicht essen. Also wirklich nicht. Ich tunke ihn nur kurz rein. Sieh mal, Harvey, jetzt habe ich eine radioaktiv mutierte Superwaffe. Bam. Sieht aber nicht so aus, wenn man sich die anguckt. Hm. Mixer. Nimm. Ich will den nicht. Der ist kaputt. Warum nicht? Kaputte Dinge sind toll. Nette Farbe. Man könnte sie reparieren. Boah, man kann hier auch echt alles angucken, oder? Jedes Mal muss ich erstmal... Hey, du bist auch nicht gerade Miss Multiversum? hallo? Hallo Edna. Was führt dich zu mir?
Du kannst sprechen? Du kannst sprechen? Aber nicht doch, Dummchen. Siehst du etwa einen Mund? Ich kommuniziere telepathisch. War ja klar. Aha. Weißt du etwas über diesen Dr. Marcel? Nimm dich vor dem Doktor in Acht. Er ist böse. 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 Ausnahmsweise redet auch nicht Harvey. Selbst wenn ich so pathetisch werde. Oh Mann. Kennst du einen Weg hier raus? Warum denken die Leute immer, dass Hirne in einem Glas zu allem eine Antwort parat haben? Weil du ein Hirn bist. Ich kenne keinen Weg hier raus. Ich komme nicht weit rum. Boah, Handy, halt die Klappe. Verstehst du? Womit stoppe ich denn jetzt gleich die Uhr, wenn mein Akku leer geht? Wer oder die letzte Frage noch. Ich bin ein Gehirn in einem Glas. Aber du kannst mich ruhig Bobo nennen. Okay, hi Bobo. Bobo Bär? Nein, Bobo wie Bobo bombastischer Schmerz, wenn ich dich zu Bobo Boden ramme. Oh, du kannst ja super reimen. Ciao, Bobo. Eine hässliche Kartoffel, dieser Alf. Ja, Alf ist wirklich hässlich. Du bist zum Kotzen, Alf. Null Problemo. Haha, ich lach mich tot. Ich hasse Alf. Ernsthaft. Vielleicht habe ich mein Gedächtnis verloren. Aber daran, wie wenig ich Alf mochte, kann ich mich noch genau erinnern. Ich mag Alf auch nicht. Ist hier noch irgendwas außer Wäsche und Reagenzgläser? Kegel? Ich kann hier viel zu viel ansehen. Ist ja schlimm. Ganz schön hoch hier. Bin ich etwa in einem Turm gefangen? Wie romantisch. Ah, nein, sehr unwahrscheinlich. Du bist in einer Klapse, ganz einfach. Ist das ein Irrenhaus oder Frankensteins Labor? Beides. Ein Haufen weißer Kittel. Mit. Die unterscheiden sich nicht von meinem Kittel. Die auch? Die anderen? Ein Haufen weißer Kittel. Okay. Ich dachte schon, das wäre ein Arztkittel. Dann halt nicht. Mal sehen, was ist denn hier sonst noch? Ja, da werde ich nicht hingehen. Geh zu um die Ecke, dann werde ich doch erwischt. Hey! Oh oh. Oh oh. Ich verdufte lieber. Warte gefälligst! Natürlich. Das tue ich ganz bestimmt. Kann ich mich nicht wieder mit dem Poloschläger wehren? Was soll das? Wie kommst du nur dazu, hier frei herumzulaufen? Ich hab Spaß dran. Wie bist du da rausgekommen? Marsch, zurück in die Zelle! Willst du meine Antwort hören? Läppisch. Da musst du schon früher aufstehen. Mit seinem Minigolfschläger. Okay, Houdini. Ich weiß zwar nicht, wie du entkommen konntest. Boah, bist du blind? Aber eins ist sicher. Nochmal wird das nicht vorkommen. Na, wenn du mich in die gleiche Zelle wieder sperrst, schon. Und tschüss. Handy, lass das Piepen bloß sein. No, echt unpraktisch, dass gleich der Akku leer ist. Was könnte ich mit dem tun? Kann ich da eigentlich was nehmen von? Das macht jemand anderes weg. Ich will es doch nicht wegmachen. Wie geht das? Ja, Edna. 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 Lauf. Dankeschön. Ich werde jetzt mal mit Harvey reden, würde ich sagen. Vielleicht kann der mir irgendwie... Hallo Harvey. Hallo Edna. Was gibt's? Helfen oder so. Wie geht es dir, Harv? Mir ginge es besser, wenn wir hier endlich rauskämen.
Irgendwie hilft mir das gerade nicht. Wo sind wir hier? Keine Ahnung. Aber ich will hier raus. Ich auch. Es scheint eine Art Irrenhaus zu sein. Das kann sich doch nur um ein Missverständnis handeln. Ja, deshalb erinnerst du dich auch an alles. Ich schaue mich dann mal um. Vielleicht finde ich ja einen Weg hier raus. Soll ich dir ein Tattoo malen, Harvey? Oh ja, oh ja, oh ja. Ernsthaft? Kannst du mir einen chinesischen Drachen auf die Schultern malen? Leider nein. Dein Rücken ist einfach zu fusselig. Das war auch nicht mein Plan. Halt die Klappe, Handy. Ich werde ihn ankrisseln, natürlich. Benutze Kugelschreiber mit kaputte Stuhlbein. Ich glaube nicht, dass ich das kaputte Stuhlbein markieren muss. Nicht? Das würde sowieso keiner klauen. Ich kann mich doch nicht mit einem kaputten Stuhlbein wehren. Hey! Oh oh, ich verdufte lieber. Warte gefälligst! Ich habe so den Verdacht, das war auch nicht richtig. Oh, hi. Was soll das? Wie kommst du nur dazu, hier frei herumzulaufen? Ich kann's einfach. Wie bist du da rausgekommen? Marsch, zurück in die Zelle. Willst du meine Antwort hören? Läppisch. Da musst du schon früher. Sie ist viel größer als der Kerl. Yep. Kann sie sich nicht anders wehren? Okay, Houdini. Ich weiß zwar nicht, wie du entkommen konntest, aber eins ist sicher, nochmal wird das nicht vorkommen. Oh, du bist sowas von schlau, so helle. Das flößt Respekt ein. Oh, Leute, ich weiß gerade überhaupt nicht weiter. Bin ich etwa zu dumm für das Spiel? Was könnte ich denn bei dem tun? Also ich gehe da nochmal hin. Hey! Oh oh, ich verdufte lieber. Warte gefälligst! Der läuft echt komisch. Eine komische Birne hat er auch. Okay, kann ich mich hier vielleicht... Was soll das? Wie kommst du nur dazu, hier frei herumzulaufen? Was muss ich tun? Wie bist du da rausgekommen? Marsch, zurück in die Zelle! Willst du meine Antwort hören? Läppisch. Da musst du schon früher aufstehen. Yep. Okay, Houdini. Ich weiß zwar nicht, wie du entkommen konntest, aber eins ist sicher, nochmal wird das nicht vorkommen. Okay, ich versuche jetzt einfach nochmal mit ihm zu reden. Hey? Hallo? Was willst du denn jetzt schon wieder? Ich würde gern noch mehr über Minigolf wissen. Ich glaube, das bringt mir nicht viel. Wer will das nicht? Habe ich dir schon erzählt, dass ich in der Profiliga spiele? Yep. Sind mir gleich die Kopfhörer vom Kopf gefallen. Erzähl mir mehr über deinen Vater. Ah, mein Vater. Gotthold Franz von Stiesel Senior. Ach ja. Jep, jep, jep. Ein großer Mann. Klingt irgendwie nach einer Vater-Sohn-Kiste. Von einer Kiste weiß ich nichts. Mein Vater brauchte keine Kiste. Er war auch so groß genug. Oh, ist der dumm. In manchen Nächten habe ich mich allerdings tatsächlich auf eine Kiste gestellt. Nur um zu sehen, wie es sich anfühlt, so groß zu sein wie mein Vater. Sprichst du von so einer Kiste? Ja, natürlich.
Tja. Nein. Aber danke, dass du mich mit diesem zusätzlichen Wissen belastet hast. Okay, das hat Dein keinen Vater Sinn. Interessiert mich eigentlich nicht die Bohne. Hey, ein bisschen mehr Respekt. Ich kann wirklich giftig werden, wenn jemand schlecht von meinem Vater redet. Oh, das ist natürlich doof. Er hat mir alles beigebracht, was ich über Minigolf weiß. Oh, süß. Entschuldigst du mich bitte? Mein Hase möchte mir etwas sagen. Was? Ich wollte dir nichts sagen. Psst, spiel einfach mit. Der Typ ist todlangweilig. Ja, ja. Immer noch verrückt. Oh Mann. Naja, ich würde sagen, ich weiß gerade nicht weiter, also beenden wir den Part hier und machen dann im nächsten Part weiter, wo ich hoffentlich ein bisschen besser vorankomme. Also, bis demnächst. Ciao.